Seite aus zurück in der Fahrersicht sind. Später wird es Ihnen möglich sein, in beide Richtungen nach rechts und nach links zu schalten. Durch diese Sichten zu schalten. Ja. Wenn Sie hinreichend genossen haben, wechseln Sie mit der rechten Pfeiltaste in die rechte Spiegelansicht. Die Spiegelansicht, nur einen Tastendruck von Ihrer Standardperspektive entfernt, werden Sie später bei jeder Gelegenheit, in der Sie in die Spur wechseln, anlegen oder abbiegen wollen, benötigen. Um einzuschätzen, wenn alle Fahrgäste den Bus verlassen haben, oder auch für einen Kontrollblick, ob sich jeder Fahrgast an die Verhaltens- und Sicherheitsregeln hält, sehen Sie in dieser Perspektive auch den Endspiegel hervorragend. Zu guter Letzt haben Sie mit diesem Blickwinkel am leichtesten das Streckenschild einzustecken. Achso, das da. Oder zu verbergen. Da wird uns mit diesem Tutorial-Thema im entsprechenden Tutorial eingehen beschäftigen werden. Verschieben wir die genaue Einführung in dieses Thema etwas nach hinten. Eine Grundlage dürfen Sie nie vergessen, wenn Sie zur Tür blicken. Immer lächeln. Wieso liegen da zwei Fahrkarten auf dem Kassiertisch? Selbstverständlich treten Ihnen an dieser Stelle auch Ihre Fahrgäste entgegen und werden Ihre Wünsche äußern. In der Perspektive können Sie am besten reagieren und letzte Passagiere ob der letzte Passagier eingestiegen ist und Sie abfahren können. Leider haben wir heute keinen Grundorfer dazu bewegen können, Ihnen beispielhaft Gesellschaft zu leisten. Und ein bisschen den Ticketverkauf zu proben. Deshalb werden wir auch diese Lektion vertagen müssen. Seien Sie nicht traurig. Dafür stehen Sie Ihnen bei Ihrer ersten Linienfahrt als unauffällige Testfahrer zur Seite. Na, der rechte Schulterblick hat sich einerseits beim Abbiegen als legendär erwiesen, zum anderen ist es natürlich eine Frage der Höflichkeit, Ihnen mitfahrende Fans auf dem Beifahrersitz im Gespräch ab und zu in die Augen zu gucken. Obwohl es natürlich offiziell aus Sicherheitsgründen verboten ist, sich während der Fahrt zu unterhalten, werden Sie mit entsprechender Routine selbst merken, dass ein kurzer Blick im Stand und kritisch ist. Kommen wir zu einer weiteren Perspektive auf Ihre Geräte im Bus. Ja, die kann ich nicht übersehen. Die sind zu groß. Das Rollband zu beherrschen ist für Ihre Karriere obligatorisch. Haben Sie nicht oder falsch geschildert, wird kein Fahrgast Ihnen vertrauensvoll zurufen, dass der Bus Sie an Ihren Zielort bringen wird. Trauen. Beherrschen Sie die Rollbandeinstellung. Haben Sie auch Fahrgäste im Bus. Dazu müssen Sie zwei wichtige Objekte in dieser Perspektive beachten. Zum einen hängt linke Hand die Betriebshof- und Jahreszahlabhängige Liste mit dem Code Zielort-Zuordnung. Zum anderen befindet sich rechte Hand das Gerät, mit dem Sie entsprechend Einstellungen für die Beschilderung des Busses vornehmen. Genauere Informationen erhalten Sie dazu im entsprechenden Tutorial. Die Instrumententrägeransicht sollten Sie nur im Stand verwenden, da Ihnen hier der Blick auf der Straße völlig fehlt, so nicht. Somit haben Sie vollkommene Einsicht auf alle Instrumente und können sich die Blicke noch etwas erleichtern, indem Sie auf einen Klick auf den Lenkradbefestigung das Lenkrad ausblenden. Noch ein Grund mehr, diese Perspektive nur im Stand zu verwenden. Ja, Moment. Gut. Zack. An dieser Stelle klemmen Sie Ihren aktuellen Fahrplan ein und mit der Fahrplanansicht können Sie auch jederzeit einen schnellen Blick drauf werfen. Viel mehr spielt sich in dieser Perspektive nicht ab.
Aber für diesen kleinen Spicker werden sie beim tausenden unterschiedlichen Abfahrtszeiten noch sehr dankbar sein. Das glaube ich dir gerne. Alternativ zum Türblick bieten der Blick zum Kassiertisch selbst einen fokussierenden Blick auf das Geschehen rund um das Geld. Um also schnell nebenher Tickets auszugeben und Wechselgeld auszuzahlen, wurde diese Perspektive für sie eingerichtet. Der Schulterblick nach links ist wie auch der Schulterblick nach rechts für Abbiege- und Spurwechselmanöver gedacht. Zudem können sie aber in allen Perspektiven nach links zusätzlich auch bei Bedarf das Fahrerfenster öffnen und sich alle damit zusammenhängenden Vorzüge zu eigen machen. Nachdem sie etwas frische Luft geschnappt haben, wechseln sie bitte... Moment. Ja, wird gemacht. Das ist noch nicht der schnellste Blick zum linken Rückspiegel. Wohl aber der mit den größten Augenwinkeln. Für alle Fälle. Genügt also der folgende leichte Blick in den linken Seitenspiegel nicht. Ihre Einsicht in das Verkehrsgeschehen können Sie noch etwas weiter um die Ecke schauen. Danke. Diesen Außenspiegel erreichen Sie also fortan genauso schnell wie Ihren rechten Außenspiegel, nämlich mit Hilfe der linken Falltaste von der Fahrerstandardansicht. Fortan haben Sie also die Möglichkeit, sämtliche Perspektiven in beide Richtungen durchzuprobieren, inklusive aller Zoom-, Schwenk- und Reset-Funktionen. Tipp: Um auf die Schnelle einen Blick auf Fahrplan oder auf den Kassierertisch zu werfen, können Sie die Tasten einfügen und Post 1 jederzeit auch im Fahrgeschehen verwenden. In der nächsten Lektion widmen wir uns der Manipulation von Datum und Uhrzeit. Haben Sie die Fahrerperspektiven ausreichend getestet, können Sie durch einen Klick auf den Vorwärtsbutton voranschreiten. Nun wird es eine gehörige Portion physikalischer. Denn nun dürfen Sie die Uhrzeit. Was? Nun wird es eine gehörige Portion physikalischer. Achso. Ja, macht Sinn. Ja. Denn nun dürfen Sie die Uhr verstellen und die Konsequenzen bewundern. Die eingestellte Uhrzeit beeinflusst nicht nur ihre großräumige Umwelt, sondern auch das Verhalten der Menschen und des Verkehrs. Das Datum selbst können Sie lediglich beim Start eines neuen Spiels verändern, da sich beim Datumwechsel deutlich mehr verändert als beim Verstellen der Uhrzeit. Veränderte Linienführung, politische Veränderungen etc. Von einer Veränderung der Uhrzeit innerhalb eines Spiels sind allerdings nicht die Menschen, die schon im Spiel befinden, zu Fuß, im Auto oder als Fahrgast betroffen, dafür jedoch jedes fahrplangebundenes Verkehrsmittel. Nun aber ganz konkret, stellen Sie bitte die Uhr um einige Stunden vor, vielleicht auf den späten Abend oder dergleichen. Dazu benutzen Sie die entsprechende Funktion im Menü. Das Spielsteuerungsmenü lässt sich ab sofort mit der Taste Alt ein- und ausblenden. Ein Klick auf den kleinen Pfeil am Rand des folgenden Menüs hat die gleiche Folge. Wow, interessant. Okay, einige Stunden vor. Wow, wir haben 5 Uhr. Leck mich am Arsch. Was passiert, wenn ich zurückstelle? nee, mach ich jetzt mal nicht. Ich stelle mal 15 Uhr. Und natürlich können Sie die Uhr auch wieder zurückstellen. Vielleicht schauen Sie sich jetzt den schönen Nachmittag an. Finde ich auch. Ich finde 15 Uhr ist... Moment.